Was ist auch das für ein Kasten? Hat es da etwas drin? Ja, wir schauen doch mal. Aha. Da ist eine Geschichte drin. Ein Kleeblatt. Eine Geschichte. Ein Kleeblatt bedeutet Glück. Eine Geschichte über Glück. Ja, ich weiss euch eine Geschichte über Glück. Geschichte vom Hans im Glück. Der Hans im Glück. Nach 7 Jahren, weit weg von den Heimen, hat der Hans lange Zeit bekommen. Und er ist mal wieder gern heim zu seiner Mutter und seinem Mutti gegangen. Sein Meister war sehr zufrieden mit dem Hans und seiner Arbeit. Und er hat ihm zum Lohn einen grossen Klumpen Gold in seinen Rucksack gesteckt. Zufrieden mit seinem Lohn hat sich der Hans mit diesem schweren Rucksack auf den Heimweg gemacht. Nach ein paar Stunden ist er aber sehr müde geworden, weil das Gold ist auch schwer und hat ihm fest auf die Schulter gedrückt. Er macht ein Päuschen. Da kommt gerade ein Ritter mit seinem Ross vorbei. Da sieht der Hans und fragt, was er immer in diesem schweren, grossen Rucksack habe. Der Hans erzählt ihm, dass er als Lohn einen grossen Klumpen Gold bekommen habe. Aber der Rucksack sei zu schwer, er möge es fast nicht tragen. Der Ritter macht ihm einen Vorschlag. Er sagt zu ihm, wenn du mir den Klumpen Gold gibst, gebe ich dir mein Ross. Was meinst du? Der Hans ist sofort einverstanden und steigt aufs Ross und reitet davon. Nach einem Zeitli will er das Ross antreiben. Aber das Ross hat das nicht gern und wirft ihn im hohen Bogen ab und der Hans landet in einem Bachbett. Zum Glück kann ein Bauer das Ross noch gerade haben. Ich will das störrische Ross nicht mehr, sagt der Hans. Ich steige sicher nicht mehr auf. Und er bietet dem Bauer an, er könne das Ross haben, wenn er dafür ihm die Kuh gebe, die er mit sich zieht. Der Bauer ist einverstanden. Als Hans ein Zeitchen mit dieser Kuh so daher wandert, bekommt er Durst. Und er will jetzt die Kuh melken, damit er Milch trinken kann. Aber die Kuh lässt sich nicht gerne melken. Und sie ginkt ihm eins ans Bein. Ha! Die alte Kuh, die kannst du immer nicht melken. Die kannst du nur noch metzgen, hört Hans jemand hinter sich sagen. No, nein, Kuhfleisch, das ist zäh. Das habe ich nicht gern, sagt Hans. Und schaut das fette Säule an, das der Mann dabei hat. Gerade wenn er die Gedanken könnte ahnen, sagt der Mann, ja, wir können täuscheln. Ich nehme deine Kuh und du kannst mein fette Säule haben. Haha, mit diesem Handel ist der Hans natürlich zufrieden und einverstanden. Er nimmt das Säule und läuft ein bisschen weiter und kommt in den Wald. Dort kommt ihm ein kurliger Geselle entgegen. Der trägt auf seinem Arm eine Gans. Sie kommen ins Gespräch. Der coole Gesell hat sich ein bisschen versteckt hinter den Ohren und er hört gut zu, was ihm der Hans erzählt. Dann erzählt er dem Hans, in der Umgebung hat sie letzte Säulendiebstahl gegeben. Und jetzt er das auch mit einer Säule daherkomme, sieht das für die Leute schon ein bisschen komisch aus und er könnte Ärger bekommen. Da wird es Hans geschmuch. Und er bietet dem Gesell an, er gebe ihm die Säule, wenn er ihm dafür die Gans gibt. Mit der würde er weniger auffallen. Der Gesell lächelt auf den Stockzent und ist natürlich einverstanden mit dem Handel. Froh, das Säule loszuwerden und aus dieser Geschichte so rauszukommen,
zieht der Hans weiter. Er kommt zu einem Haus, wo ein Mann an seiner Arbeit ist. Der Mann ist Messerschleifer und er tut auf einem Wettstein die Messerschleife. Der Hans hockt ein bisschen zu ihm hin und erzählt ihm, was er heute den ganzen Tag erlebt hat. Der Messerschleifer ist ein bisschen ein gefitzter Kerl. Und er plagiert dem Hans, wie er als Schleifer ganz viel Geld beim Messerschleifen verdiene. Der Hans ist beeindruckt und ist sofort einverstanden, wo der Messerschleifer ihm seinen alten, kaputten Wettstein für einen Tausch mit der Gans anbietet. Überglücklich wandert der Hans jetzt weiter, wo er nach ein paar Stunden Durst bekommt, geht er zu einem Brunnen zu suchen, legt seinen schweren alten Wettstein auf den Brunnenrand, lässt den Kessel in die tiefen Brunnen, für Wasser raufzuziehen. Wo der Kessel raufkommt, packt er ihn und zieht ihn gegen sich. Der stösst den Wettstein und plumpst mit einem Karacho in die tiefen, tiefen Brunnen hinein. Der Hans ist überglücklich. Er ist nicht traurig, dass er jetzt den Wettstein nicht mehr hat. Im Gegenteil, er macht gerade ein Tänzchen vor Freude. Jetzt ist er endlich frei. Jetzt kann er sich auf den Heimweg machen. Und er hat keine Last mehr zu tragen. Zufrieden und ein Liedchen pfeifend macht er sich auf den Heimweg. Und so hat auch der Hans sein Glück gefunden.